Hallo. Hört man mich jetzt? Rein. Alles klar. Zeit, ihn von seinem Leid zu erlösen. Ja, Es hört so an, als ob Pferde kein Schwarzpulverknall mögen. Kann ich bestimmt was mit anfangen. Ich habe übrigens seit der letzten Session noch ein bisschen weiter gespielt. Und einen Haufen neuen Kram eingesammelt. Ein paar Bosse besiegt. Was? Ist ein hässliches Burschi. Keine Ahnung. Die war einfach da. Und dieser Riesentyp ist auch einfach da. Der sieht sehr traurig aus. Ich sehe auch sehr traurig an. Ich den jetzt bespringen. Greift mich hier alles und jeder an. Lass ich das vielleicht erstmal sein. Müssen wir von der anderen Seite. Frissmessor. Auf jeden Fall mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie ein Zusammenfassungsvideo oder was auch immer mache von den Bossen oder vielleicht einfach von den Einzelnen jeweils ein Video vom gelungenen Versuch. So, du fette Plunze. Schieb dich her. Ein paar neue Armprothesen übrigens. Nettes Spielzeug. Na, ich kann euch alle versichern, ich bin trotzdem nicht besser geworden in dem Spiel. Ich krieg immer noch ständig aufs Fressbrett von dem Kack her. Ach, hör doch auf rumzuflennen. Reck. Kuckuck. Du Box. Nö. Ja, ist jetzt noch der übrig, ja? Na denn. Hallo.
Scherben. Ha. So ein Loot-Buff irgendwie. Was ist... Wie viel sind da drin? Steht nicht dabei. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, die Dinger. Weil wenn du stirbst und Pech hast, verlierst du 50% von dem Geld, was du dabei hast, und 50% von dem Fortschrittsbalken bei den XP, wie da jetzt gerade unten ist. Die 3 Skillpunkte, die ich jetzt da habe, würde ich nicht verlieren, aber ich würde die Hälfte von dem Balken verlieren, jedes Mal, wenn ich verende. Die Scherben sind irgendwie, die kannst du so hinschmeißen zur Ablenkung. Das ist so ein Fall von an die Tür klopfen, damit sie kommen und so ein Quark. We managed to drive them back once, but the Interior Ministry's army is far too powerful. And that is why you wish to use the power of my blood. It doesn't matter how much power you obtain. You'll keep on fighting until you're a monster, incapable of feeling pain or fear. I do not wish to corrupt the lives of men. Look at this mountain of bodies. Ashina cannot be defended by more wounds. Not me. I could never be as strong as you, Lord Kenichiro. I do not yet know what it is I should do. It's been a long time since that happened. Wait all you like. It'll do you no good. That. Was ist that? Was machen die? Ich hab keine Ahnung. Hallo. Ha! Dark Souls. Nee, die Story ist ja eher so ein... Ich beschütze irgendwie dieses Kind und dann wurde es mir geklaut und... Wie heißt dieser Eddie Murphy Film? Es geht eher so ein bisschen in die Richtung. Das goldene Kind oder sowas. Oh! Das sieht... nett aus. Na gut. Ich hab da Angst runterzuspringen, aber irgendwie bleibt mir nichts übrig. Huh. Ninja-Reflexe, wenig Schaden. Gar keinen Schaden sogar. Ja, das Dark Souls wäre wahrscheinlich schon tot jetzt. Schönes kleines Lagerfeuerchen. Nett. Ich kann irgendwo hoch. Nein. Noch mehr Tote. Wunderschön hier. Was? Oh fuck. Okay. Oh! Oh! Holy fuck. Okay. Au! Au! Okay. Oh fuck. Ja. Neuer Boss und so, ne?
kenne sein Moveset nicht. Wow. Das Pony mag doch bestimmt kein Feuer. Au, au. 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 Gott verdammt. Au. Nee. Au. Nein. Fuck you. Ja, komm. Ja, komm schon. Erster Lebensbalken weg. Verreck. Oh. Friss. Oh oh. Au. Fuck. Fuck. Whoa. Ow. Ow. Oh, fuck. Oh, shit. Aha! Fucking... Okay. Yeah. Fuck you. Junge. Okay. Junge, 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 Junge. Okay. Der war jetzt nicht so ohne. Der liebe Herr. Der seinen Namen gebrüllt hat und den ich vergessen hab. Ein Sack ist ein Blöder. Ah, jetzt wissen wir doch was. Na, ich kaufe jetzt einfach den Dreck hier. Und nicht mehr Geld verliere an den. So, genau. Das wird eh viel zu langsam sein. Das habe ich nämlich gefunden. Und ja, wir haben ja gehört, Pferde mögen sowas nicht. Können wir das doch direkt mal ausprobieren gleich. Die ganzen Typen können wir da konnte ignorieren. Du. Fort. Der Sack. Komm, Sack. So. Versuch Nummer
2. Ach, ich habe übrigens auch erfahren, wenn man oft genug stirbt, fangen die NPCs um einen herum an zu verrecken. Die kriegen dann irgendeine Drachenpest. Und ja, das macht das besonders schön zu verrecken. Also. Was ist mit dem Controller los? Irgendwie zuckelt der manchmal. Seht ihr das? Ich nur nach vorne drück. Komm, lauf. Hallo. Ha! Ja, das mag er nicht. Das mag er wirklich nicht. Und... Haha! Easy Mode! Easy Mode! So schnell hinter mich gelegt. Was suchst du denn? Au. Au. Ja! Fuck you! Fuck you! Was? Oh nein. Ah. Okay. Tutorial nicht verstanden. Oh, ist das peinlich. Shinobi Execution. Das war wohl ein großer Boss. Ja, geil. Da machen wir gleich mal einen schnellen Clip von. Ich bin wieder da. Der unterbricht das kurz, wenn ich irgendwie mal einen Clip aufnehme. Das habe ich jetzt auch noch gekriegt. Ja. Sehr schön. Oh, das war viel XP. Das war eine schöne Nummer hier. Und da ist eine Statue. Husse. Ja. Gehen wir mal zur Statue.
Ja, Enhance Attack Power, das machen wir doch direkt mal. Und jetzt habe ich mehr Attack Power. Sehr schön. Jetzt habe ich einen Attack Power von 2. Ja, erstmal rasten. Und dann erstmal wieder in den Tempel zurück. Das Gezuckel von dem Controller geht mir gerade schon auf den Keks. Da muss ich mal kurz. So, hab mal schnell den Controller gewechselt. Mal gucken, ob das jetzt besser läuft mit dem Ding. Hallo, Madame. I'm glad you've come, Master Wolf. Die kann meine Heilflasche verbessern. Die hatte ich das letzte Mal, glaube ich, noch nicht gehabt. Goodbye. Ach ja, genau. Diese Pest, von der ich erzählt hatte, die jetzt jeder hat wegen mir. Da. Die hat die Pest. Und der Skulpturenschneider hat auch die Pest. Das ist einfach ein Item, was du dabei hast. Ist schön. Ganz nett. Hallo, du. Oh, I see you've acquired something quite interesting. A mechanical barrel. It's a mechanism that can serve as the very core of the prosthetic. Have it See. here. I'll fit it to the arm for you. What difference does the barrel make? With a versatile base such as this, I can use various purifying agents to further hone that fang of yours. Purifying agents? Purifying agents are materials that can be used together with the barrel. Things like gunpowder and scrap metal. So if you find something of that sort, Da hab ich sogar schon bring was it my gefunden. way. Okay, da haben wir nix. Upgraden. Ah, und da habe ich meine ganze Kohle gerade verballert. Scheiße. Naja, gut. Okay. Dafür hätte ich sogar genug Materialien. Ja, schön, die Shuriken benutze ich gerne. Na ah, gut, da können wir aktuell noch nichts mit an. Oh. Ja, genau. Dem geht's nicht so gut. So. Hast du was Neues für mich, Kollege? Oh, you may use me to hone. Nichts Neues. Come back, if you have technique. So, würde ich mal sagen. Ja, die Pest kann ich loswerden, da gibt's ein Item dafür, aber ich habe so das dumpfe Gefühl, die sind ziemlich selten. Deswegen spare ich mir das einfach mal auf und gucke, was passiert. Und wenn ich dann gelitten habe, dann habe ich halt gelitten. Das war, glaube ich, auch neu. Die Box, die hatte bisher nichts drin gehabt. Wenn die was drin hätte, dann würde die leuchten.
Da gab es ein Tutorial dafür. Das ist übrigens auch neu. Das ist eine Erinnerung, in die ich reingegangen bin und schon mal ein bisschen was drin gemacht hatte. Da habe ich dann auch meine ganzen neuen Spielzeuge gekriegt. Auch ein paar Typen schon erledigt. Ich überlege gerade, wollte ich hier irgendwas machen? Ich wollte erstmal hier kurz. Hier hin. Hier gibt es nämlich so eine Art Händler. Und mal gucken, ob der jetzt irgendwie neue Gesprächsoptionen oder was auch immer hat. Hallo Gockel. Tschüss Gockel. Hallo. Greetings. Go on. Ne, nichts Neues. Das habe ich alles schon von dem gekauft. Der refresht anscheinend seinen Shop nicht. Die sehen auch cool aus. Vielleicht kann ich die jetzt auch benutzen, jetzt wo ich dieses Upgrade freigeschaltet habe, aber da muss ich mich vielleicht erstmal in dem Tree hinarbeiten. Also, mal gucken. Ja, ist gut. Na dann. Ups. Gehen wir mal in die nächste Zone, wo wir eben waren. Ich erwarte, dass ich das Tor aufkriege. Ehrlich gesagt. Ich will nämlich erstmal dahin gehen. Ich darf ein bisschen umgucken. Da ist doch jemand. Und er ist tot. Waffe weggesteckt. Hallo du da. Another rat. But those eyes. Oh. The starving wolf. Before I kill you, tell me your name. Tell me your name! No name to give. You shinobi are all the same. You die nameless, with no one to mourn you. However, your left arm, a prosthetic shinobi arm, it reminds me of... That's it. A one-armed wolf. I like it. Which means Sekiro. That is what I shall name you. Who are you? I am the Tengu of Ashina. Come, Sekiro. Care to hunt some rats with me? What? Rats have snuck into Ashina, scurrying about like they own the place. There are all kinds of rats out there, and they must be cut down. Every last one of them. It seems you have a talent for killing. Allow me to help you hone that talent.
What'll it be, Sekiro? Will you hunt rats with me? Ja. Warum nicht? Very well. Excellent. You'll need this if you're with me, Sekiro. Ashina Castle Gate. Bamboohütte. Okay. What is this? The face of a rat. And where it makes its home. Go and kill it. If you do, I will give you something that will aid you in battle. Ooh. Na dann. Es auch noch eine Belohnung dafür gibt. Hier nochmal umgucken. Pup. Oh. Secrets. Das nehme ich natürlich gerne. Die erhöhen mein Max-Leben und meine Max-Posture. Oh. Das war harmloser, als ich erwartet habe. Und ist das ein Shortcut? Shortcut. Na dann. Ich würde annehmen, das sind die, aber sieht nicht nach Bambushütten aus, ehrlich gesagt. Warte mal, hier oben war, glaube ich, euch noch nicht. Feuer? Ah. Noch ein Händler. Care to purchase an offering? Another one. Where you find the departed, a battlefield. Go ahead. Was hast du schönes? Ah. Das ist das Item, was man übrigens braucht, um die Drachenpest zu heilen. Ist ja relativ billig. 1000. Der Samen. Ja, den will ich haben. Und die sind halt auch nützlich. Wobei... Ich glaube, das kriege ich am Ende sogar zusammen, ne? Ja. Ich könnte mir den Samen jetzt holen. Das mache ich, glaube ich, auch. Wherever. Das ist hier nix, oder? Sieht nicht so aus.
Ja, dann machen wir doch mal unsere Pulle besser, bevor wir weitergehen. Castle Gate, hat der Typ gesagt, glaube ich, ne? Wo die Ratten sind. Wir müssen mit denen hier entgegenkommen. I'm glad you. Gib mir mehr Heilung. Goodbye. Thank you. Das ist übrigens mein Skilltree mittlerweile. Das, wo dieses rote Symbol ist, das habe ich schon gekauft. Da wollte ich drauf hinsparen. Na, mal gucken, weil das hört sich nämlich auch nicht verkehrt an. Für jeden Deathblow Leben zurückkriegen ist schon schlecht. Und dann gibt es auch noch einen Baum für den Kappes. Für die Prosthetics, also. Ja, mal schauen. So, Moment, mal gucken wegen den Ratten. Maschine Castle Gate, ja. Da wollen wir hin. Reisen wir. Na dann. Sneaky. Aber Moment, kurze Statur. Kurze Statur und Strohhüte. Ganz am Anfang im Tutorial, da war das so ein kleines Mistvieh mit Strohhut. War das vielleicht... Oh! Da sind welche. Ich glaube, zuerst kümmere ich mich um den hier mal.
It seems Ishin's illness is indeed grave. The land of Ashina will not last much longer, even with Genichiro on our side. What about our other mission? Black Hat is fighting like a demon by the Serpent Valley side of the castle. Then that's where we're going next. But keep your wits about you. The Black Hat Badger won't go down without a fight. Ich glaube, das sind welche von diesen komischen Mistviechern wie im Tutorial. Sind die nervig. Oh nein. Au! Das war mies, Junge. Also. Yay! Schwarzbuse. Und nochmal Scrap Iron. Ja, die Hütte war echt nervig. Ach, da ist ein Kollege. Ich glaube, dann rede ich am Ende direkt mal mit diesem Typen da eben, von eben. Das waren, glaube ich, nämlich die, die er gemeint hatte. Hello. Looks like you've caught yourself some rats. Richtig. Yes. I knew you had a talent for killing. Wonderful. Here's your reward. Take it. Ein neuer Skillbaum. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. This is the ways of the Ashina Blade. It's our school of fighting.
but there are no hard and fast rules. You just win your battles. That alone is the most important rule of the Ashina style. I hope it can be of assistance with your rat hunting. And most of all, your own battles you've yet to fight. Ja, danke schön. Ich rede nochmal mit ihm, vielleicht will er noch sagen. About the ways of the Ashina Blade. It's our school of fighting. You just win your... I hope it can... Okay. Nix Neues. Dann Wiedersehen. Netter, komischer, alter Mann. Ich werde direkt mal in den Skillbaum reingucken. Acquire Skills. Ashina Arts. Da muss doch. Gott, der ist ja mal relativ simpel, ha? Huh? Chimonji. Bro. Wieso nicht? Ja. Mehr Posttür-Damage ist immer gut. Oh, die haben das auch. Und vor allem, das ist viel billiger als hier. Ah, okay, das recovered noch Posture, alles klar. Das Double Strike. Ja. Das lernen wir doch auch direkt mal. Und das hört sich auch nützlich an. Das hat sich doch mal super gelohnt direkt. Dann rüsten wir das doch auch mal aus. Chimonji. Ich nehme mal wieder die Axt mit. So. Das ist nett. Kurz. Und mit Charge. Ja, das tut wahrscheinlich höllisch weh. Da suchen wir uns doch gleich mal ein Opfer dafür, ja? Wie du zum Beispiel, du Opfer. Okay. Ja, instant die Posture weg, das ist schon nett ohne. Ja, auf die Hunde habe ich gerade keinen Bock. Yo, okay. Das macht den ihr Posture direkt kaputt. Hallo, netter Mann. Du siehst mich nicht. Jetzt kriegst du ein Messer in den Rücken. So, mit dem Rumpeln, was hier gerade die ganze Zeit ist, ist die Frage. Wie schlau ist es hier jetzt durchzugehen? Wahrscheinlich nicht. Ich geh mal oben drüber. Ah. Okay. Der die ganze Zeit den Krach da? Tatsächlich.
Stehst hier sehr günstig, mein Freund. Da war noch einer. Noch irgendjemand? Sieht nicht so aus. Bisschen Luft verschaffen. Komm schon, Dickerchen. Sehr gut. Hab dich. Noch mehr Metall. Ist gut. Siehst du die Viecher da an der Wand? Sind verdammt uncool. Irgendwelche giftigen Mistviecher.
We're really planning to use that thing? In the battle. I know. But what choice do we have? Desperate times call for desperate measures. We're in no position to worry about what others might think. Yes, but... Hey, keep it together, soldier. Keep talking like that, and they'll put you on its detail. And when it's mad, it doesn't discriminate between friend or foe. Das überhaupt nicht. Das schreit geradezu nach irgendeinem Ding oder einer Maschine. Deswegen rüste ich mal was gegen ein Ding aus. Puh! Das war ein Glückstreffer auf meiner Seite. So ein Instant Fuck You Angriff. Das sind wieder Dinger, wo ich nicht dran hochkomme. Gefällt mir nicht. Nirgendwo rankrappeln. What the fuck? Ah! Und die greifen mich an! What the fuck? What the actual fuck? Ow. Hilfe! Hilf mir doch jemand! Hilfe. Keine Ahnung, wo ich überhaupt angreifen kann, dieses Mistvieh. Keine Ahnung. Au. Okay, blocken kann ich das auch nicht gescheit. Gott verdammt. Leck mich doch.
Gute Güte. Ja, Tiere. Yay. Das ist wohl das heutige Thema. Angefangen mit der Schlange. Ach, hier hinten. Ich muss so viel Kämpfe wie möglich vermeiden. Das habe ich schon übersehen. Okay, das ist akzeptabel nah dran. Naja, gut. Sieht ja alles so herrlich aufgeräumt hier. Wir wissen ja, was passiert. Macht Sinn, den erstmal herzulocken. Das war natürlich fair jetzt. Oh, komm schon. Items waren so ewig zu benutzen. Jo, alles klar. Was ein Bullshit-Spiel.
Ja. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Was ein Bullshit-Bosskampf. Also ist er wenigstens tot direkt. Warum? Was? Soll ich das vermeiden, diese Kacke da? Und wieder hat's mich erwischt. Ich hab was gefunden. Thank you.
mich wie Hölle. Mal wieder das Ashina-Motto. Hauptsache gewinnen. Natürlich, zweimal hintereinander. Dummes Mistvieh. Natürlich! Fick dich doch! Ja, das mit dem Wendekreis ist, glaube ich, mein. Das Beste, was ich hier machen kann. Ich blute die ganze Zeit noch Kohle weg. Und Erfahrungspunkte, das ist halt, was mich am meisten stört hier. Nein. Der triggert irgendwie. Ich meine, ich kann mal gucken, ob es einen anderen Weg hingibt. Asche überrascht. Ja, nee, das ist ziemlich abgesiegelt, ja. Naja, vielleicht gehe ich wirklich erstmal woanders hin.
Das sind doch wieder die lustigen Hut-Mannequins. Mach ich irgendwas Schönes, krieg ich hier nochmal Kill. Ja, 39 Kohle ist doch schon mal beachtlich. Bock mehr auf den Typen. Thank you.
Moss Yod. Natürlich toll. Nein, danke. Na gut, gehen wir doch hier rein. Fuck.
Hier. What the fuck? Ich glaube, ich mache hier dann mal Schluss mit dem Stream. Schon bald 2 Stunden hinter uns. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.